Was geht ab, meine Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Frohes neues Jahr von meiner Seite. Wir haben jetzt 2020. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute fürs neue Jahrzehnt und dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen dementsprechend. Ja, in diesem Video habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Der Sale hat gestartet. Wir fangen an. Los geht's. So, Freunde, ich habe 10 Shops rausgesucht, auf denen ich immer nach Sales gucke, die ich auch regelmäßig besuche, um zu gucken, ob es coole Sachen gibt, etc. Und in diesen 10 Shops habe ich euch nicht einzelne Sachen rausgesucht. Die Shops könnt ihr generell komplett einfach mal durchstöbern, aber ihr könnt da jetzt echt geilen Schnapper machen, weil jetzt nach Weihnachten, Neujahr beginnt eigentlich die Schnäppchenjagd, die richtige Schnäppchenjagd. Dementsprechend, ich hoffe, ihr habt eure Gutscheine, euer Weihnachtsgeld parat. Wenn ihr euch was kaufen solltet, wollt, dann jetzt. Viele haben das auch noch nicht auf dem Schirm. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall mal ab, weil eigentlich jeder von diesem ganzen Weihnachtsgeschäft gesättigt ist. Aber wenn ihr einen coolen Schnapper machen wollt mit richtig heißen Sachen, also wirklich coole Sachen, dann solltet ihr es jetzt machen. So, wir fangen an mit dem ersten Shop. Und der erste Shop, den ich rausgesucht habe, ist eigentlich für mich der aktuell beste Basic-Shop, den es gibt. Ich bin seit längerem Fan von dieser Marke, auch immer wieder T-Shirts etc., coole Hosen. Aber jetzt zum Beispiel auch für Winterjacken. Ich habe mir eine richtig coole Daunenjacke geholt. Ich zeige euch hier auch nochmal ein Bild dazu. Die Jacke gibt es zum Beispiel jetzt auch im Sale. Das ist eine mega leichte Daunenjacke, ziemlich cool geschnitten. Und hier sind wir bei Uniqlo. Uniqlo solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Und hier ist diese Daunenjacke, die ich gerade beschrieben habe, diese Ultralight Daunenjacket. Auch in verschiedenen Farben verfügbar, in verschiedenen Größen. Ich habe mir die in schwarz gekauft. Ich habe noch den Normalpreis bezahlt. Jetzt gibt es die für 49,90 €, was übertrieben krass ist. Und ja, wenn es um Basic, um coole Klamotten, coole Schnitte geht etc., seid ihr bei Uniqlo auf jeden Fall perfekt aufgehoben. Meiner Meinung nach so die letzten Jahre die Marke, die mit zu den größten Steps gemacht hat. Und Preis-Leistung ist einfach top. Also könnt ihr nichts sagen. Ist für jedermann was dabei, für die cooleren Kids, für die normaleren Kids, für die Hype-Kids. Alle möglichen Leute kriegen hier auf jeden Fall was geshoppt. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Der Sale ist hier echt on fire. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall für den Winter nochmal cool einkaufen, denn es ist ja jetzt Winter-Sale und dementsprechend, der Winter fängt jetzt erst an. Die kälteste Monat des Jahres ist eigentlich der Februar, deswegen ihr habt noch 2, 3 mindestens sehr kalte Monate vor euch und dementsprechend könnt ihr euch jetzt nochmal richtig cool mit Klamotten eindecken, falls ihr was braucht, natürlich nur. Ne? Also man sollte jetzt nicht kaufen, weil ihr kaufen unbedingt wollt, sondern wenn ihr was braucht, dann guckt ihr danach oder wenn ihr, ich sag mal dementsprechend irgendwie was Cooles im Auge hat, was euch nicht mehr aus dem Sinn geht, dann vielleicht, aber generell solltet ihr jetzt nicht nur, weil Sale ist, wie verrückt kaufen. Auf jeden Fall Uniqlo, erste Empfehlung, geiler Shop, geile Klamotten, auf jeden Fall abchecken. Ich habe bei den anderen Shops auch Prozentzahlen rausgesucht, weil die das immer mit dabei geschrieben haben. Bei Uniqlo stand jetzt nichts dabei, aber es dürfte auch so bis zu 50%, 45% etc. reduziert sein, die Ware. Und ja, ziemlich nice. Machen wir weiter mit dem Shop Nummer 2. Und Shop Nummer 2 ist natürlich für die jüngeren Leute und erst recht im Preis-Leistungssegment wirklich eine coole Sache, Zara. Checkt auf jeden Fall Zara ab. Zara hat jetzt bis zu, was ich gesehen habe, 65% Sachen reduziert. Coole Winterjacken, coole, was weiß ich, schickere Jacken, beziehungsweise schickere Sachen, coolere Hype-Sachen etc. Also die Zara ist in der Hinsicht wirklich eigentlich mit so das Schnellste, was es gibt auf dem Markt, die irgendwelche Stile oder Trends etc. umsetzen für den normalen Mann, was auch bezahlbar ist. Wenn ihr jetzt in irgendwelche Hype-Shops, und die kommen wir später auch noch zu, kommen, dann sind die immer die ehesten, die das für die normalen Personen auf den Markt bringen. Dementsprechend Zara, eine sehr dicke Empfehlung. Wie gesagt, bis zu 65% habe ich gesehen, sehr geil. Und ja, kriegt ihr eigentlich alles. Von schick bis lässig bis casual, alles mögliche dabei. Und da seid ihr auf jeden Fall, habt ihr die Qual der Wahl. Dann nehmt euch auch die Zeit, wenn ihr was Bestimmtes sucht. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Machen wir weiter mit einer meiner Favorite-Marken, die ich im Moment immer wieder gerne trage, weil es nicht immer ganz so streetig oder ganz so formell sein muss, weil ist so ein gewisser Mix für mich, ist immer Gant. Gant hat gerade auch bis zu 30% rabattiert. Checkt das auf jeden Fall auch ab. Die haben alle möglichen Sachen, auch coole Sachen, Pullover etc. könnt ihr da echt gut kaufen. Ja, eigentlich kriegt ihr alles da gut, aber die Sachen sind schon sehr hochwertig. Also ist jetzt keine billige Ware dementsprechend. Mega nice, bis zu 30% und ja, auch eine Empfehlung meinerseits. Machen wir weiter mit dem nächsten Shop. Und der nächste Shop ist eigentlich, ja, ist eigentlich so wie, ich weiß nicht, ob ihr das noch früher kennt, von bei uns war das früher noch so üblich, dann kam so der berühmte Katalog nach Hause und dann saß man da stundenlang. Und das könnt ihr bei diesem Shop auf jeden Fall auch machen. Zalando,
Ich mache sehr, sehr viel mit Zalando, aber trotzdem gucke ich auch sehr, sehr gerne darum. Zalando hat jetzt gerade auch eine Rabattierung bis zu 50%, habe ich gesehen. Da kriegt ihr alles Mögliche. Also ihr kriegt wirklich alles durch die Bank. Checkt auf jeden Fall auch die eigenen Marken von Zalando ab, weil da könnt ihr extrem krasse Schnäppchen machen. Aber auch, ich sag mal, alle, ich sag mal, Premium-Brands wie Sanno Paris, The Couples, was weiß ich. Alle möglichen Marken haben jetzt Sale mit drin. Dementsprechend, das findet ihr auf Zalando. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr irgendwas sucht. Auf jeden Fall eine dicke Empfehlung und ja, ich bin auch regelmäßig unterwegs. Ich muss mich immer zügeln, dass ich da nicht zu viel kaufe. Bis zu 50% bei Zalando, auch eine dicke Empfehlung. Machen wir weiter mit dem nächsten Shop und der nächste Shop ist aktuell auch so mit so einer meiner Favorite-Marken in Sachen Casual. Also wirklich so normale Mode für den Alltag, nicht zu Hype-lastig, wirklich coole Sachen, gut geschnitten. Ist einfach Mango Man. Hätte man vor Jahren gar nicht geglaubt. Aber Mango Man ist meiner Meinung nach so das qualitativ bessere Zara mit wirklich super coolen Schnitten. Und ja, für den Mann findet ihr auf jeden Fall da sehr, sehr nice Sachen. Für die jüngere Generation, die so mehr so auf die Hype-Sachen stehen, werdet ihr gleich auch noch Shops von mir dementsprechend auch noch gezeigt bekommen. Aber hier zum Beispiel Mango Man. Also alles, was so wirklich in Sachen Casual geht, findet ihr mega nice. Und 50%, ich meine, wer spart nicht gerne 50%? Dementsprechend solltet ihr das auch auf jeden Fall abchecken. Da könnt ihr auch relativ coole Sachen für einen günstigen Schnapper kriegen und ja, auch eine dicke Empfehlung. Machen wir weiter zu dem ersten, ich sag mal, höher Premium-Shop, der so ein bisschen in der höheren Klasse ist und das ist auf jeden Fall Endclothing, also End. Ist ein Online-Shop aus UK. Die haben gerade bis zu 60% und da findet ihr wirklich auch wirklich sehr, sehr krasse Marken. Da müsst ihr auch einfach durchstöbern. Aber da kriegt ihr auch so Sachen wie Saint Laurent etc. Also die ersten paar Designer sind auf jeden Fall da auch schon am Start und Common Projects. So diese ganzen Sachen, die ein bisschen teurer sind, findet ihr auf jeden Fall da auch. Und ja, bis zu 60%, wer sagt denn nicht nein? Auch ihr müsst euch einfach die Shops anschauen, wenn ihr darauf Bock habt und einfach stöbern. Also wirklich, aber bis zu 60% und achtet darauf, es ist immer bis zu. Also es das heißt nicht unbedingt, dass der Artikel auch 60% reduziert ist. Machen wir weiter mit einer meiner Favorite Shops in Sachen wirklich Designer-Sachen und das ist Essence. Also ist ursprünglich ein Shop aus, ich glaube, aus Kanada. Die haben wir mittlerweile auch hier in Europa eine Möglichkeit, die Sachen zu verschicken. Dementsprechend müsst ihr da nicht mehr mit Zoll etc. drauf achten. Die haben bis zu 70%, aber da würde ich auch genau auf die Sachen gucken, was dementsprechend da rabattiert ist. Da kriegt ihr wirklich alles mögliche an Designer-Sachen, an diesen ganzen Hype-Sachen, diese ganzen krassen Marken etc. Und Essence ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung und ja, kriegt davon, was weiß ich, von Prada, Dior etc., Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, ihr kriegt wirklich alles da. Und dementsprechend auch hier eine dicke Empfehlung. Wer da Bock drauf hat, kann das auf jeden Fall mal abchecken. Der siebte Shop, den ich jetzt rausgesucht habe, und zwar ist das so auch schon ein sehr, sehr krasser Shop, der hat bis zu 50%, und zwar ist das Mr. Porter. Die machen auch immer ziemlich coole Sachen, die gehen aber auch teilweise, haben sehr, sehr hochwertige Sachen, die gehen ein bisschen mehr in diese Classy-Richtung mit vielerlei Dinge. Ihr findet aber auch so Hype-Sachen da von, was weiß ich, von verschiedensten Designern, und bis zu 50% ist auf jeden Fall mega nice. Und ja, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, Mr. Porter, auch der Versand etc., Rückversand funktioniert da immer tadellos, deswegen könnt ihr das auf jeden Fall abchecken. Die haben auch eine eigene Marke, die heißt Mr. P, sind auch sehr, sehr gut hochwertige Sachen, dementsprechend checkt das auf jeden Fall mal ab. So, und dann kommen wir schon zum vorletzten Store und der letzte Store, sage ich, der wird euch auf jeden Fall gleich ein bisschen wundern, wenn den kennen meiner Meinung nach nicht so viele. Der vorletzte Store, wie der liebe Montana Black sagen würde, ist Fahrtech. Nein, Spaß beiseite, das ist Farfetch. Farfetch hat bis zu 60% und da findet ihr natürlich auch alles mögliche an Designer-Sachen. Also das ist jetzt gerade, beziehungsweise da müsst ihr natürlich darauf achten, das sind bei Farfetch sind immer Unterstores. Also ihr habt im Prinzip einen Store, ich sag jetzt mal, irgendein Designer-Store aus Paris, der setzt seine Sachen hier rein und der entscheidet dann, wie viel rabattiert das ist. Die Sachen sind auch teilweise mehrfach hier drin, das heißt, ihr könnt die Sachen auch mehrfach finden und deswegen gibt es da auch von den Größen immer Unterschiede. Das ist jetzt kein eigener Store, sondern das ist so wie so eine Plattform, wo die ganzen Stores drauf verkaufen können. Ne? Ihr findet natürlich fast alles da, aber Farfetch ist auf jeden Fall auch eine gute Variante und hier steht auch immer dabei, wie viel ihr da einsparen könnt. Ne? Dementsprechend, ja. Und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Geheimtipp und das ist auch der wirklich der letzte Shop und zwar ist das Italist. Italist.com, das ist, ja, wie soll man das ein bisschen umschreiben? Diese ganzen Designer-Sachen, also zumindest
Ich würde sagen, gute 80-90% kommen alle, werden alle aus Italien aus so einem Zentrallager verschickt. Und die laufen über die JOX, also JOX, YOOX-Gruppe. Ich weiß nicht genau, wie der zusammengehalten ist. Auf jeden Fall, das ist der Store davon. Das ist, der läuft auch darunter und hier kriegt ihr wirklich an Designern alles, was ihr wollt. Also alles. Und richtig krass rabattiert bis zu 70%. Es kennen nicht so viele den Store. Und die haben jetzt zum Beispiel reduzierte Ware von 32.911 Artikeln. Also ihr könnt euch das mal vorstellen. Und ihr kriegt hier wirklich alles an Designern. Also kein Spaß. Ich scroll mal einfach runter. Ihr kriegt hier alles an Designern und dementsprechend, da müsstet ihr auf jeden Fall mal auch euch die Zeit für nehmen und da könnt ihr auf jeden Fall einen richtig geilen Schnapper machen. Dementsprechend, das ist so wirklich meine letzte und größte Empfehlung von diesen ganzen Shops, wenn es wirklich um Designersachen geht. Checkt auf jeden Fall Italist ab. Es hat nur einen kleinen Haken. Ihr könnt dann nur, also es funktioniert auch alles reibungslos. Ich habe da schon oft bestellt, dementsprechend ohne Probleme. Aber ihr könnt da zum Beispiel nur mit der Kreditkarte auschecken. Es gibt nicht die Möglichkeit, mit PayPal auszuchecken. Viele haben da ja ein Problem mit, aber ich kann euch sagen, es funktioniert ja alles wirklich reibungslos. Ihr braucht da keine Angst zu haben, dass irgendwie ein Fake-Shop oder sowas ist. Italist ist hundertprozentig echt und dementsprechend findet ihr alles Mögliche, was ihr sucht, an Designersachen hier auch. Auch, ich sag mal, wenn ihr irgendwelche Shops habt, die Sachen sind nicht reduziert. Checkt die Seite aus, ihr findet das da zu, ich sag mal, zu 95% kriegt ihr die Sachen da teilweise noch. Sogar teilweise Sachen, die einfach eine Saison vorher da waren, weil die nicht ausverkauft sind, sind hier noch online. Ich habe mal so Boots da gekauft von Saint Laurent, die ich nirgendwo mehr bekommen habe, weil die einfach schon ein halbes Jahr oder ein Jahr alt waren und die gab es da einfach noch. Dementsprechend auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung und jeder Designer, fast jeder Designer, ich meine jetzt kein Louis Vuitton oder so, aber hier zum Beispiel gibt es auch, ich meine, gibt es auch. Ja, Gucci gibt's hier auch. Es gibt hier Balenciaga, es gibt hier Dior, es gibt hier alle möglichen Burberry, alle möglichen Marken. Und da habt ihr wirklich die Qual der Wahl. Und das ist wirklich, ihr könnt auch wirklich richtig krass shoppen. Und das gibt's in eine Männer- und eine Frauensparte. Dementsprechend alleine die Männerpartie hat 32.000 Artikel. Das sind 550 Seiten. Da müsst ihr dann über das Raster gehen, welchen Designer oder welchen Klamottenstil ihr sucht, weil die Auswahl schon riesig ist. Ähnlich wie bei Zalando, da könnt ihr einfach stundenlang verbringen und ziemlich krass coole Klamotten finden. Also wirklich, Italist ist eine dicke, dicke Empfehlung. So, Freunde, das waren so die kleinen Tipps an Shops, die ihr auf jeden Fall abchecken könntet für jetzt für den Sale. Wie gesagt, wenn ihr was shoppen wollt und was weiß ich, Weihnachtsgeld etc. irgendwie offen habt, oder herumliegen habt und ihr wollt euch was kaufen, checkt die Seiten aus. Ist eine dicke Empfehlung. Prozente habe ich euch durchgegeben. Checkt das ab und ja, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Ciao.